erste Urlaubstag. Es regnet. Macht man da? Also mein Gedanke war der, ich fahre zum Ralf Jauernick in den Bonsai-Garten Birkach. Dem scheint ja die Sonne buchstäblich aus dem Hintern und der hat immer gute Laune. Und die brauche ich heute. Das Wetter ist bäh. Und so mache ich mich auf den Weg. Mein schöner erster Urlaubstag. Der hat gute Laune verdient. Und dazu nehme ich euch gern mit. Ich nehme euch auf einen hoffentlich schönen Tag mit. Er hat gesagt, es ist trocken. Schön wird's, hat er gesagt. Bleibt gespannt. Gute Unterhaltung. Los geht's. Und ich mache hier wieder zu. Hier regnet es mir herein. Pfui. Kein schönes Wetter. Piep, piep, piep. Soll ich die Kamera vielleicht mitnehmen, oder? So war es nicht geplant, aber zum Glück hatte ich einen Schirm dabei. Ja, herzlich willkommen, hallo Leute. Schön, dass ihr wieder reinschaut bei mir. Heute Sandros Koi und Bonsai zu Besuch im verregneten Birkach bei dem Ralf. Den Ralf, den werden wir dann auch mal suchen. Ja, bei Regen ist er auch hier draußen nicht zu finden. Was sollte er auch hier machen? Aber wir nutzen die Zeit, drehen hier eine kleine Runde, schauen da gern mal etwas ums Eck. Dazu lade ich euch ein. Bleibt gern dran, bleibt gespannt, gute Unterhaltung, los geht's. So, Kamera geschützt. Der Schirm muss leider mit dabei bleiben. Aber ich denke mal, schon mal sehr gut zu erkennen. Das satte Grün, natürlich mit dem Rasen im Hintergrund. Schon ein Traum. Mega. So, hier vorne haben wir einen Weißdorn stehen, auch mit einem richtig dicken Stamm. Aber es geht ja noch weiter. Lass uns mal gemeinsam eine Runde drehen. Feuerdorn, Kastanien, Weißdorn. Das hier sieht aus nach einer Orientalin. Kleine Bäume, große Bäume, dicke Bäume. Dünne Bäume, wobei dünne Bäume richtig dünn findet man hier beim Ralf kaum Bäume. Feuerdorn. Klasse. Ja, lasst uns mal gemeinsam den Ralf suchen, sehen, ob wir den finden. Und ich höre was, da brauche ich auch nicht klingeln. Du Ralf, wir kommen jetzt rein. Ja, komm rein. Thank you.
Zack. Ach. Servus. Servus, Ralf. Hallo, hallo. Willkommen. Warte. Willst du uns jetzt die Hand geben? Willst du uns ja, guten Tag sagen? So. So. Vorbei, für euch. Servus. Servus, Jaui, schön hier sein zu dürfen. Ja, super gerne, ich habe auch schon Arbeit für dich bereit, also du musst auch ein wenig ja. was machen, wenn schon, ne? Hat er gesagt, soll was mithelfen, hat er gesagt. Mein Arbeitsplatz ist vorbereitet, ach, da steht ja schon was, ist das mein Geschenk? Ja, natürlich. Das ist meine Arbeit. Was hast du mir angedacht, was kann ich machen, was kann ich helfen? Du machst die jetzt einfach, ich habe da 4 Stück für dich. Und die machst du einfach so, dass sie dann für dich passen. Ach, ich habe gar nicht ganz zugehört. Irgendwas war mit machen. Warte mal kurz, Alexa aus. Ja, ich habe mir halt gedacht, ich habe ja, sonst müssen ja die Leute immer mit dem leben, was ich so gestalte. Ne? Und da habe ich mir halt gedacht, wenn du jetzt schon mal da bist, dann habe ich jetzt 4, 5 Bäumchen, die machst du für dich. Und die stellen wir halt dann dort wieder mit hin und dann schauen wir mal, ob meine oder deine Gestaltung sich dann besser verkaufen lässt. Das klingt nach einer guten Idee und dann würde ich sagen, ich ziehe mich etwas um und wir starten. So machen wir das. Ralf, ich gehe mich umziehen. Ich lasse jetzt mal die Kamera ein bisschen laufen. Okay, ich verhalte mich ruhig. Du bist nett zu den Zuschauern. Ach Gott, oh Gott. Das wird eine Herausforderung. Ja, das Bäumchen ist ja gleich fertig. Das tue ich jetzt nur noch ein bisschen festzurren und dann hat sich das schon. Ist das dann schon erledigt und dann holen wir gleich das nächste. Und noch ein paar von den Schwarzkiefern umtopfen. Hast du dann auch ein bisschen zu tun. Also, das nennst du also umziehen. Schade, dass wir die Kamera nicht schwenken können. Also. So. Kann ich das? Nee, das lasse ich jetzt so, wie es ist. So, lassen wir es. Ja, fertig. Genau. Weiß nicht, ob man das, wie man das jetzt so sieht. Aber ihr seht es dann beim nächsten, was wir da so im Großen und Ganzen immer machen. Also raus aus dem Topf, rein in den Topf. Fertig. Mehr ist es eigentlich nicht. Geht's los? Geht los. Also was wir jetzt machen, ist einmal, was machen wir jetzt eigentlich schon? Also pass auf, ich habe jetzt gedacht, pass auf, das letzte, was wir aufgenommen haben, war ja der Baum fertig. Mhm. Und da habe ich ja gesagt, pass auf, wir fangen ja gleich mit einem neuen an und da können wir mal ein bisschen zeigen, wie sowas funktioniert. Mhm. Im Prinzip raus aus der Schale, rein in die Schale. Das waren so die letzten, das waren meine letzten Worte. Du hast doch einen schöneren Baum. Na toll. Willst du denn? Nö, aus Prinzip nicht. Also. Natürlich nenne ich mir den schöneren, weil ich... Toll. Ich bin benachteiligt. Aber ich habe einen schöneren Arbeitsplatz. Das stimmt. So. Also, was habe ich denn? Ich habe auf alle Fälle alles sein Werkzeug bekommen, was er nur vor der Wurzel nimmt. Das sieht man nämlich daher, das ist alles markiert, das ist alles alt. Wenn es kaputt ist, wenn es gefreckt ist, ist es nicht schlimm. Genau. Ja, das habe ich zur Verfügung bekommen. Nichts Edelstahl, nichts verchromt. Einfach nur hoffentlich scharf. Hoffentlich scharf, das ist vom Feinsten. Ja, die Schweinerei kann ich nicht machen, kleiner Besen. Aber was er mir hergelegt hat, Handschuhe, weil hat ja mal einer gesagt, Handschuhe tragen. Ne? Genauso machen wir es nicht. Bei der Arbeit muss man schmutzig werden, da braucht man auch dreckige Hände. Ja, ich habe aufbekommen eine kleine Kiefer. Das ist eine kleine Kiefer. Ja, ja. Sieht alles Kiefer. Ja, sieht aus wie das Enkel von deiner. So. Ja, kann das sein. Aber da kann ich auch weniger Schaden machen. Kleiner Baum, Schadensbegrenzung. Ja, ich darf mich hier austoben, ich darf mich dran auslassen. Den Topf, hast keinen Hammer zum Zerschlagen von der Schale? Oder so. Die verkaufe ich doch noch. Nee, du kannst auch zusammenhauen, wenn du willst. Oder mitnehmen, mir ist das egal. Zusammenhauen oder mitnehmen. Ja, fangen wir an, kommt etwas näher und ich gebe mein Bestes. So, ich hoffe, das Licht passt. Was haben wir festgestellt? Es gibt keinen Hammer und ich will ja auch nichts kaputt machen. Preisschild ist dran. Jetzt noch 16 Euro. Ne, 60. 60 habe ich gesagt. 16 hast du gesagt.
Nicht, dass die Leute dann hier... Da haben wir es wieder. In Ausdrucksweise. Jetzt sage ich aber nichts mehr, hau raus. 60 Euro, wenn ich fertig bin. Entweder vor der Hälfte mit Rabatt noch hinterhergeschmissen oder schauen wir mal. Unbezahlbar. Unbezahlbar. Das wird ein Ladenhüter. Auf jeden Fall. So, Schal ist ganz geblieben. Weiß, Mykorrhiza. Gut. Hat er dann auch so schön Mykorrhiza, Ralf? Sehr ehrlich, komm. Ich musste ganz ehrlich gestehen, bei denen weiß ich das nicht, weil die habe ich aus Japan jetzt erst bekommen. Die Theorie ist ja die, dass man, also ja, normalerweise hat der Baum immer Mykorrhiza. Jetzt schaut er weg, Ralf, jetzt nehme ich die Hände. Der Baum hat eigentlich immer Mykorrhiza und ja, diese ganzen Mykorrhiza-Zuschlagstoffe kann man fürs Gewissen nehmen, braucht man nicht unbedingt. Weil rein theoretisch sind die da, fertig aus. Und wenn er sie von vornherein nicht hat, dieses Mykorrhiza, dann fragt er dann. Also das könnt ihr mal lesen, da gibt es mehrere Theorien darüber. Muss man sich halt schlau machen. Aber brauchen du das auf jeden Fall. Und ich tue nichts rein an Mykorrhiza. Das, was da ist, muss reichen. Und gut ist. Wichtig ist halt, dass man den Baum nicht überwässert, dass der Pilz einfach nicht abstirbt. So, manche kennen das nur als Zeigerstäbchen vom Holger, aber das kann man auch dafür verwenden. Das heißt, ich nehme etwas von dem, von dem Waldboden, hätte ich fast gesagt, von diesem Humus raus, versuche etwas aufzulockern, dass ein bisschen Luft hier auch reinkommt in den Wurzelballen. Dann hat mir der Yogi hat mir angedacht. Das heißt, die werden wir dann auch dafür verwenden. Anprobe und die fällt natürlich leicht, weil ausreichend groß das Behältnis. Jetzt darf ich mir noch Gedanken machen, in welcher Position setze ich den Baum. Ich habe freie Wahl, ich darf mich hier austoben und ich versuche es einfach anders zu machen, als der Ralf das macht. Weil ein bisschen unterscheiden sollen die Bäume sicher. Ja, die werden ja gekennzeichnet. Es kommt ja ein S drauf für dich, ne? Und ein J für mich. Das J ist lustigerweise eh schon mal dort, weil da steht ja für Jahre. Und dann schauen wir einfach mal. Ob das dann Jahre dort steht. Ja, ja. Also da ist jetzt halt jetzt keine Ahnung. Das Bäumchen ist jetzt 10 Jahre alt, was du da jetzt hast. Mal schauen, ob es auch noch 11 Jahre wird. Das heißt, wenn ich dich aktiv, unterstützen möchte, ja, dann gebe ich mir besonders viel Mühe, dann sind die von mir vorbereiteten Bäumchen am schnellsten weg und ich muss wieder herkommen, um neue zu gestalten. Genau. Oder Frühjahrsware. Genau. Oder die Feldware nachher, da ist dann richtig Arbeit zu machen. Also vielleicht habt ihr das jetzt schon sehen können, ich kratze besonders viel auf dieser Seite. Und warum ich das Ganze mache, zeige ich euch in einer ersten Anprobe. So ist der Plan. So, das Ganze werde ich dann etwas für euch zusammenschneiden, um das Video nicht zu lang werden zu lassen. Ja, mal sehen, was ich hier für Zuschlagstoffe bekommen habe. Das ist einmal als kurz in die Kamera. Das ist, ohne dass der Ralf mir das verraten hat, ich glaube, das ist eine Hausmischung, von der ich, aber das verrate ich euch erst am Ende des Videos. Jetzt geht es um Topfen und Topfen und das werden wir dann auch sehen.
Oder ist das die Mischung? Aber ich frage jetzt nicht nach. Das Feine ist die Mischung. Ach, das Feine ist die Mischung. Und das Grobe ist unten die Drainage. Also ich hätte es jetzt genau andersrum gemacht. Nein, Spaß. Gut, aber jetzt weiß ich, was die Umschlagstoffe sind, die ich hier habe. Und so räume ich erstmal hier etwas auf und dann können wir auch direkt starten. Ja, der Regen hat nachgelassen und so kommt noch etwas Tageslicht dazu und das Ganze wird so, denke ich mal, deutlich besser zu sehen sein. Bei mir geht es nun darum, ja, einige Entscheidungen zu treffen, was an Ästen hier weg kann oder ich wegnehmen möchte. Und ja, um da ein bisschen meine Gedanken auch euch mitzuteilen, will ich das Ganze mal zeigen, was ich vorhabe. Das heißt, diesen, ich nehme jetzt mal mit den Händen weg, den würde ich entfernen. Ich denke mal, deutlich zu erkennen, warum. Das heißt, den nehme ich heraus. Das Schöne ist, es ist ja nicht der eigene und von daher fällt die Entscheidung auch deutlich leichter. Ich werde dann im Nachgang auch noch einiges an Nadeln zupfen, zumindest innenliegende Nadeln zupfen. Auch hier würde ich es gerne versuchen, euch zu zeigen. Und zwar, vielleicht mit der Kamera etwas näher drauf gehen. Hier oben gibt es eine Fertigung. Wenn ich diesen Ast hier wegnehme und stattdessen mit diesem hier weiterfahre, das heißt, da bietet mir momentan zwei übereinanderliegende Äste. Die kann ich dann mit Draht etwas stellen, etwas Bewegung reinbringen und diese Stange hier, die würde ich entfernen. So, dann die zukünftige Spitze. Ihr seht hier einen Konkavschnitt und auch hier drei Austriebe. Alles, was kleine Stummelchen sind, die nehme ich jetzt schon mal raus. So, hier zum Abschluss Bäumchen Nummer 3. Eine besondere Herausforderung, ja, diese langen Nadeln, aber ich habe mir den schon mal angeschaut. Da werde ich gar nicht so viel machen. Etwas Nadeln reduzieren am Stammansatz. Aber hier gibt es deutlich weniger Äste, wo ich sagen würde, die sind, ja, die gefallen mir nicht. Das ist ja deutlich weniger und so auch hier im Schnelldurchlauf, im Zusammenschnitt,
werde ich mich hier dran mal versuchen und dann sind wir auch mit den Treibbäumen durch, beziehungsweise ich bin es. Also mich freut es sehr riesig, dass ihr noch dran geblieben seid, weil gefühlt hat es hat lang gedauert, oder? Oder haben wir so viel gewarft? Naja, sagen wir mal so. Ja, es war halt Content createn, unterhalten, Erfahrungen austauschen, dauert ein bisschen, also dauert. Aber wir sind noch bei Tag 1, ohne Übernachtung. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, ich habe das Ganze etwas zusammenschneiden können, das ist nicht zu langatmig geworden. Ich hoffe, die Bäume überstehen das und darauf passt gut drauf auf, weil wir wollen ja sehen, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall. Ja. Eine spannende Sache. Ich freue mich total, dass man, also drei er, drei ich und dann gucken wir einfach, was draus wird. Und mein Drahtabfall hat sich in Grenzen gehalten. Schau, das ist alles ist überschaubar. Das ist der ganze Drahtrest. Wird nicht in Rechnung gestellt. Wird nicht in Rechnung gestellt. Ja, wir gehen jetzt nochmal ins Freie. Es hat aufgehört zu regnen. Das begleitet ihr uns gern und wir schauen mal die Bäumchen im Vergleich mit dem Ralf seinen und dann schauen wir uns noch etwas im Garten um und dann steht noch mehr Arbeit an, weil ich soll machen, hat er gesagt. Selber machen. Ja. Kommt mit. So, ich komme mit an meine Seite. Ja, okay. So, jetzt bin ich gut. Stunde der Wahrheit. So, deine ganz ehrliche, unverblümte Antwort zu meinen Drahtkünsten. War es einigermaßen, wo man sagen kann, ja, kann man machen? Oder sagst du, zu viel Grün rausgeschnitten? Oder zu zaghaft? Ich sage da gar nichts. Also das macht jeder, wie er Bock drauf hat. Das macht jeder, wie er Lust hat. Man kann die Bäume super duper drahten. Da gibt es ja wirklich tolle Videos von Kollegen, die das zeigen, wie das funktioniert. Was für mich funktionieren muss, ist einfach, wenn ich einen Draht anwürstel und der Ast muss einfach dann in der Richtung bleiben, wo ich will. Weil für mich ist es so, ich gestalte ja die Bäume nur vor. Also das heißt, kurze Sache, ein, zwei Jahre, dann kommt der Draht runter und dann soll der Kunde, der die Bäume nimmt, der kann das dann wunderschön fertig machen. Ich finde, du hast es toll gemacht, wirklich. Man sieht auch ein bisschen einen Unterschied, was ich jetzt so, weil ich draht gar nicht, ich schneide nur die Äste raus und schneide im Prinzip alles weg, was mich stört. Und du hast da gleich ein wenig eine Form dann gemacht, wird gut. Also ich bin richtig gespannt, also ich freue mich. Dem zukünftigen Käufer habe ich jetzt viele Entscheidungen genommen. Das heißt, der muss jetzt mit einem Sandro-Baum leben. Mit diesem Leben, ja, ob es ihm gefällt oder nicht. Ja, genau. Nee, er muss ja nicht. Er muss ja nicht. Also wir sind einfach gespannt drauf, wie sich die Bäumchen weiterentwickeln. Ja, auf jeden Fall. Wie da der Unterschied noch zu sehen sein wird, ob nur noch meine nächstes Jahr dastehen werden oder nur noch dem Jaui seine. Nee, das wird gut. Ich pflege alle genau gleich, ich gebe mir Mühe und wir haben ja im Prinzip immer das gleiche, also gleiche Substrat, gleiche Schalen. An den Wurzeln kaum was weggenommen, von daher sollte alles passen. Wir werden sehen. Sehr schön. Und weil für mich noch etwas Arbeit ansteht und wir uns noch gemeinsam etwas hier im Garten umschauen wollen, würde ich sagen, ich schnapp mir die Kamera und wir laufen vielleicht mal die Tische ab. Und ja, wenn du noch etwas dazu erzählen möchtest, weil ich glaube, die Bäume, die sind auch alle zum Verkauf. Und ein bisschen Werbung mache ich hier gern, weil es war ein freue ich mich natürlich. Super Tag. Hat mir sehr gut gefallen, aber ich bin ja auch noch eine Weile hier. Auf jeden Fall. Also kommt. Also gehen wir mal rum. Gehen wir rum.